Geil. Der macht auch noch Rock hier vor allem. Wo ist sein Verstärker? Schön mit einer Gibson angedeutet. Gibson heißt es ja, nicht Gibson. Ach, können wir dem einfach nur ein bisschen zuhören? Ich dachte, da kann man was machen. Oder dem irgendwie applaudieren, gutes Karma irgendwie machen, aber Fehlanzeige. Na gut, dann macht also einfach nur jemand Musik. Und vorne hat wahrscheinlich direkt, wo wir gekommen sind, jemand aufgehört mit Musik zu machen. Deshalb war das Symbol dann einfach weg. So, was gibt's jetzt hier? Ja, gehen wir einfach mal hier hoch. Und schauen wir, ob hier die Mission startet. Kernrelais finden. Können wir zufällig irgendwie rein oder so? Nee, ne? Hey Reggie, die Kernrelais auf dem Weg hierher müssen durch die Zerstörung aufgebrochen sein. Das hier ist ziemlich gut versiegelt. Ich glaube nicht, dass das die OP die Schlüssel gibt, also wirst du sie wohl aufbrechen. Wow! Zum Glück kenne ich inzwischen ein paar coole Brechertricks. Bam! Wow! Das hat jetzt aber geknallt hier. Das war's schon. Kernrelais entziehen, natürlich. Wow! Oh Gott, mal gucken, was wir jetzt Neues lernen. Yeah! Das ist geil. So eine Schockwelle. Das wird wirklich fantastisch. Drücken Sie in der Luft, um einen Kometenfall auszuführen. Yeah! Bam! Das hat gesessen. Wollt ihr es nochmal sehen? Boah, das ist ja... Das ist ja Ghost Rider-like hier. Ja, was war das für ein Geräusch? Das war Delsin. So, zack. So, dem wird auch... Wow. Ja, erstmal alles entzogen, was geht. Eieiei, ich muss mal ein bisschen gerade mich hier schützen. Unsere Heilungskraft lässt nämlich gerade extrem nach. Wow. Zack. So, den machen wir noch platt. Und dann der andere, wo ist er hin? Ach, der ergibt sich auch. Aha. Guck mal einer an. So schnell kann man sich auf einmal ergeben. Na, es geht doch. War da drüben nicht gerade noch einer lang gerannt? Nee. Schnappen wir ihn uns. Wow, da ist ja wieder so einer. Achtung, hier, dich heilen wir. Wow, oh, wow. Wo? Wo denn? Ach, da. Ja, versteck dich hinter Passanten hier. So, immer hinter Passanten verstecken. Das ist sehr, sehr männlich, was du machst. Zack. Jetzt. Okay, da sind noch ein paar. Zack. Ich muss in den Headshot landen. Wow. Ah, da hast du wieder seine scheiß Betonkraft. Ja, leckt mich doch wieder dieser Kack-Betonkraft am Arsch, ey. Wow. Wuha. Da gehen wir uns mal ein bisschen verstecken. Und jetzt geht's weiter hier. Zack. So, der ist auch erledigt. So, einer ist noch. Wow. War das nicht denn jetzt hin teleportiert? Zack. Na, boah, Alter. Alter. Ist wieder da unten. Der weiß auch nicht, wohin will, hey. Jetzt ist er wieder da. Zack. Bam. Jetzt ist er erledigt. Haha. So muss das sein. So, da oben ist noch so ein Handsymbol. Wollte ich mal gucken, was das ist. 100% von DUP kontrolliert. Ah, das ist so eine Scanstation. 60%. Ach, wir müssen in den verschiedenen Startquadranten sozusagen einen Viertelkampf provozieren, indem wir mehr als, was, nur noch ein Viertel übrig lassen.
Oh Gott, ich glaube, ich brauche aber sowieso erstmal eine neue Raucherpause hier. Haben schon wieder gut geschuftet und Delsin ist schon wieder kurz vorm Röcheln. Deshalb, wo gibt's Raucherpause? Halt. Das Ding holen wir uns noch. Dankeschön. Lecker. Lecker. Und Rauch geben sie auch noch, wie vom Zuckerbäcker. Oh, da ist wieder einer verletzt. Ja, wir heilen dich. Da guckt sie. Oh, der Delsin. Der ist es. Der hat mich gerettet. Jetzt habe ich auf einmal eine ganz andere Denkweise über die Bioterroristen. Ja, nee, ist klar. So, wo gibt's hier die Rauchquelle? Ach, da. Da ziehen wir uns mal ordentlich was aus dem Schlund raus. Bürger, wir kommen. Ha, yeah, bam. Was? Superkräfte sind unser aller Tod. Süchtige und Mutanten verfliegen mit einer Klappe. Halte Fresse. Mensch, meine Güte. Dann machen sie da voll den Aufstand. Besiegen. Zack. So, Drogendeal verhindert, hoffe ich doch. Ich sehe gerade nichts. Ich werde gerade verprügelt. So, ihr mit Waffe natürlich. Ja, ist klar. So, wo sind die hier? Die Verbrecher. Bam. Na also. Und du wirst auch noch platt gemacht. Dealer besiegt, Feind besiegt. Alles wieder in Butter hier. So, wir müssen nämlich zu den nächsten Zielen. Die Kernrelais. Wir müssen mal gucken, ob wir uns die am besten erstmal schnell unter den Nagel reißen, weil dadurch bekommen wir neue Fähigkeiten. Und wie wir gesehen haben, sind ja die immer ziemlich geil und die können wir einfach gebrauchen. So, müssen wir jetzt da runter oder wo zuerst lang? Gehen wir mal hier so quer durch die Stadt. Querfeld ein. Schade, dass man den Sprung nicht zweimal ausfinden kann, diesen Rauchsprint. Security haben wir da. Alter, wie viele DOP-Typen gibt es in dieser Stadt? Na, zum Glück bist du ihnen überlegen, was eure Anzahl angeht, Mann. Wie kommst du darauf? Naja, weil ein Einzelner sich schneller, unauffälliger und leiser bewegen kann. Und sie werden dich unterschätzen. Die werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Würdest du ihnen das bitte erklären? Dann geben sie ja vielleicht auf. Was? Und ihnen die ganze Überraschung verderben? Hast recht. So, Überraschung, wird hier niemanden verdorben. So, die müssen ja irgendwo hier unten sein, oder? Mensch, wir haben Kontrollpunkte und Kameras an fast jeder Ecke. Die haben hier ja auch gewissermaßen den Heimvorteil. Außer, dass die hier nicht daheim sind. Erzähl es denen mal. So, Delsin kommt. Zack. Bam. Und jetzt hat ihr das Kernrelais ausgesaugt. Ja, die Attacke der Kometenangriff ist schon saunützlich. Kannst du erstmal ein ganzes Umfeld von Feinden wegrotzen. Boah, das sieht aber auch geil aus. Okay, da komme ich also nicht lang. Drücken Sie R1, um ein Aschegeschoss auf den Zack abzufeuern. Das hat geklappt! Wie viel Aschegeschosse Sie haben, füllen Sie Munition auf, indem Sie Rauch aus einer Rauchquelle entziehen. Okay. So, und hier können wir auch noch Rauch entziehen. Aber wir können nur zwei haben. Zeig an, wie viel Aschegeschoss sie haben. Okay, gut. Ja, dann wissen wir Bescheid. Danke, du kannst die Meldung wieder weg huschen lassen. Beziehungsweise wollen sie. Ja, jetzt war die Meldung weg, genau. Ich dachte schon, ich soll noch mehr auffüllen hier irgendwie. So, und jetzt gehen wir mal zu dieser anderen. Kernsache noch hin. Da gehen wir mal hier durch den Schornstein. Da sind wir ein bisschen schneller unterwegs wahrscheinlich. Juhu! Ach, so kann man sich schon wirklich sauschnell fortbewegen. Seattle Center von DUP kontrolliert 100%. Das
sag dir, Mann, wenn das mit den Kräften so weitergeht, bin ich nur noch eine oder zwei davon entfernt, ihre Festung zu stören. Okay, tritt mal auf die Bremse, Mr. Superkraft. Sie hat gerade eine komplette Stahlbetonbrücke zerstört, falls du dich erinnerst. Okay, du findest also, noch eine mehr reicht nicht. Das finde ich. Mensch, Mann, du müsstest so, das komm. Sehen. Alles ist verlassen. Es da kommen wir nicht hoch. Mehr rein und raus. Das gleiche am Flughafen und am Bahnhof. Jetzt, wo die Brücke hin ist, hat das DOP die Stadt völlig abgeriegelt. Das wird nicht einfach, oder? Zu blöd, dass ich dir das nicht schon gesagt habe. So 100 Mal in den letzten 10 Stunden. Naja, das 100 Mal, das ist ja nix. So, gucken wir mal, ob wir den Kometenfall machen können. Jeder yeah! Hab ich zumindest gehört. Wieso lassen sich Leute sowas gefallen? Zack, weil, wenn und es darauf ankommt, die meisten bam. Bereit sind, ihr Leben für die Freiheit zu opfern oder für das Streben nach Glück. So, und hier der nächste Kern. Mal schauen, was wir hier für eine Kraft bekommen. Yeah! Wow, Minen! Hier habe ich ein oder gutes was? Gefühl. Sind das jetzt Minen? Drücken Sie L1, um eine nicht tödliche Schwefelbombe zu werfen. Ha! Okay. Zack. Was sie brauchen, ist sowas von ungesund. Na, ja, ist doch ganz nice eigentlich. Die ganzen Kernrelais aufgebraucht, Mann. Komm schon, ich brauche mehr. Nein, Mann, mehr kriegst du nicht. Von dieser Bioterroristensache bist du total aufgedreht. Such dir ein ruhiges Fleckchen und halt dich mal eine Weile bedeckt. Was ist dein Problem mit deinem Bedeckthalten? Mir geht's gut, mir geht's super. Gib mir mehr. Nein. Ich bin mit einem Kollegen vom SPD auf einer heißen Spur. Aber ich unternehme gar nichts, bevor ich nicht sicher bin, dass du nicht durchdrehst. Schon gut, ich halte mich bedeckt, was immer das auch heißt. So, Mission abgeschlossen, Rauch fangen. 5 Upgrades verfügbar, okay. Ah, Cutscene. Haben uns hoffentlich lange genug bedeckt gehalten. Es ist normal, dass die Menschen fürchten, was sie nicht kennen. Würden sie sich sicher fühlen? Ah, okay. Queen Anne, 58%, okay. Okay, Delson, ich habe Informationen über das DOP-Kommunikationsnetz. Es gibt eine zentrale Antenne, über die sie die Bewegungen der kleineren Distrikte koordinieren. Okay, weißt du auch, wo dieses zentrale Kommunikationsding ist? Naja, du wolltest das Ding sehen, solange du hier bist. Hör auf, die Space Needle? Die Space Needle. Die Space Needle, ach, okay. Da geht's als nächstes hin. Aber ich frage mich, wenn wir schon mal hier sind und so viel hiervon kontrollieren, was ist das da für ein Symbol? Geheimagent? Gehen wir mal zu dem. Wir wollen uns erst ein bisschen umschauen. Vielleicht können wir in einem Viertel wenigstens schon einen Viertel oder einen Finalkampf oder sowas provozieren. Was macht der Geheimagent eigentlich? Wo ist der jetzt? Ist der auf dem Dach oder wo? Wieso müssen die immer auf Dächern sein? Gehen wir hier hoch. Ist er das? Bist du der Agent? Nee. Sieht nicht so aus. Blue Sky. Okay. Ha, und wo geht's hier hoch? Geht's hier noch weiter? Bestimmt, hier muss es doch noch hochgehen. Ah, hier geht's nochmal hoch. Eieiei. Geheimagentenmission. Ein DUP-Agent versteckt sich in der Menge. Mit dem Bild können Sie die Person finden und besiegen. Ja, warum nicht? Ah, das ist so ein Schwarzer mit blauer Kapuze. Schauen wir mal, ob wir den irgendwo finden. Es ist halt blöd, dass uns auch keine Personen so angezeigt werden, wo welche laufen. So, hier unten scheint er aber nicht zu sitzen, oder? Er hat auf jeden Fall so einen schwarzen Pulli an. Okay, das da drüben ist er nicht. Wo ist er? Wo ist er? Ha. Ha ha ha. Ha 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 ha.
Ha. Was? Hatten wir gerade was zum Rauch abziehen? Ich glaube ja. Hm. Das muss ja nicht heißen, dass wir immer gleich in der Mitte sind. Von irgendeinem Radius her. Wow. Lassen wir kurz hier hoch. Mein Guter. Und vielleicht finden wir den irgendwo. Ich glaube, hier unten finden wir den vielleicht weniger. Da oben meine ich. Vielleicht eher hier unten. Ist er nicht das? Nee, das ist eine andere... Der hat eine andere... Kapuze. Und außerdem müsste er sich hier irgendwo in dem Radius aufhalten. Irgendwo hier dazwischen vielleicht oder so. Hier läuft er nicht. Da steht er doch, oder? Das ist er. Das ist er. Der Geheimagent entkommt. Wow. So, dem müssen wir folgen. So, da unten ist er. Wow. Zack, Geheimagent besiegt. Sehr schön.